nach Erfurt. Ja, also ganz Deutschland schaut ja auf diese Wahl. Und gestern gab es eben auch Demos bei der Abschlusskundgebung der AfD. Wie erlebst du die Stimmung vor Ort? Max, ich war gestern auch schon hier auf dem Domplatz in Erfurt. Da hat der Wahlkampfabschluss der AfD stattgefunden. Hier auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Gegendemonstration mit zahlreichen Demonstranten. Ich habe mit beiden Seiten gesprochen. Einmal mit den AfD-Anhängern. Da muss man sagen, das sind zum Teil überzeugte AfD-Wähler, die der AfD ihre Stimme geben. Zum anderen aber auch Protestwähler, auch Menschen, die einfach unzufrieden sind mit den anderen Parteien, mit den etablierten Parteien, die sich da nicht mehr gehört fühlen. Vielleicht sich auch einen Denkzettel für die wünschen. Und auf der anderen Seite eben die zahlreichen Gegendemonstranten, die auch hier waren. Mit ihnen habe ich auch gesprochen. Und da wurde deutlich, da macht man sich große Sorgen, dass die AfD hier deutlich stärkste Kraft werden könnte in Thüringen. Dass möglicherweise der nächste Ministerpräsident Björn Höcke heißt. Die AfD lag ja zuletzt in den Umfragen deutlich vorne bei rund 30% und damit auch noch mal mit deutlichem Abstand vor der CDU, die bei rund 23% zuletzt lag. Keiner der etablierten Parteien will allerdings mit der AfD koalieren. Das heißt, für Björn Höcke dürfte es schwierig werden, Ministerpräsident zu werden. Man muss dazu sagen, noch wissen wir nicht, wie die Wahl heute Abend ausgehen wird, welche Koalitionsmöglichkeiten es dann am Ende tatsächlich geben wird. Es ist zum Beispiel auch nicht ausgeschlossen, dass das BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht, vielleicht noch die CDU überholt, zweitstärkste Kraft nach der AfD dann wird. Dann könnte es auch sein, dass die Spitzenkandidatin des BSW Anspruch erhebt auf das Ministerpräsidenten. Also ich glaube, es wird eine sehr, sehr spannende Wahl. Es ist noch vieles offen. Und du hast es gerade gesagt, ganz Deutschland, ja, schaut heute nach Sachsen, schaut heute nach Thüringen auf diese beiden Landtagswahlen. Und nicht nur Deutschland, auch Journalisten aus dem Ausland sind hier. Also auch dort finden diese Landtagswahlen Beachtung, die ja das Potenzial haben, ein Beben auszulösen.